Das deutsche Steuerrecht ist ein Dschungel aus Paragraphen, Privilegien, Ausnahmetatbeständen, ständigen Änderungen und neuen Regelungen. Das muss nicht sein. Steuervereinfachung ist keine Utopie. Professor Paul Kirchhoff schlägt mit seinem Bundessteuergesetzbuch ein vereinfachtes deutsches Steuergesetz vor. Beim Bund der Steuerzahler NRW stellte der Verfassungsrichter AD sein Konzept vor. Ich freue mich sehr, beim Bund der Steuerzahler zu sprechen, bei Menschen, die zusammengefunden haben, um dieses Steuerrecht zu erneuern. Sie alle haben erlebt und wissen, dass dieses Steuerrecht uns Probleme macht. Es beginnt mit der Steuererklärung. Sie müssen mit Ihrem guten Namen unterschreiben, dass alles, was in Ihrer Steuererklärung steht, von Ihrem Steuerberater aufgeschrieben, richtig sei. Das wissen Sie aber nicht, deswegen haben Sie ja den Berater genommen. Das heißt, der Staat verlangt von uns strafbewehrt etwas, was der Jedermann nicht leisten kann. Professor Kirchhoffs Bundessteuergesetzbuch schlägt ein einfaches und verständliches Steuerrecht vor, das mit nur noch 4 Steuerarten auskommt. Einkommen, Umsatz, Erbschafts- und Verbrauchssteuer. Um einem Jedermann zu ermöglichen, mit gutem Gewissen seine Steuererklärung zu unterschreiben, wird die Einkommenssteuer radikal vereinfacht und auf eine Unterscheidung der 7 Einkunftsarten verzichtet. Wenn Sie einem Kaufmann einen 100-Euro-Schein hinlegen, dann sehen Sie diesem Schein nicht an, ob Sie den erworben haben im Schweiße Ihres Angesichts, bei der Börse mit links mitgenommen haben, ob Sie als Bettler die Hand aufgehalten haben oder ob Sie beim Banküberfall erfolgreich waren. Euro ist gleich Euro. Das heißt, jeder Euro ist unabhängig von seiner Herkunft dasselbe wert. Und wenn das so ist, dann brauchen wir die 7 Einkunftsarten nicht. Außerdem sollen sämtliche Ausnahmeprivilegien und Lenkungstatbestände abgeschafft werden. Es sind gegenwärtig, Stand Freitag letzter Woche, man muss immer wieder neu zählen, 534 Ausnahmetatbestände, die den Gleichheitssatz auf den Plan rufen. Das ist eine gewaltige Zahl, die hat eine verheerende Folge. Bei dieser Zahl hat jeder mindestens 3, 4 Privilegien. Und dann denkt er für sich, das Steuerrecht, das System ist zwar nicht mehr erkennbar, aber ich habe ja 3 Privilegien, ich bin ja der Begünstigte. Also stille halten, weitermachen. Nicht? Und da müssen wir aufklären und sagen, du hast 3 Privilegien, dein Freund hat 10, dein Konkurrent hat 20 und dein Feind hat 40 Privilegien. Und wenn wir die alle abschaffen, dann geht es dir mit 3 Privilegien, obwohl du die verlierst, viel besser. Weil wir ja alles durch Absenkung der Steuersätze an die Allgemeinheit zurückgeben. Kirchhoff schlägt ein soziales und gerechtes Steuersystem mit 2 Freibeträgen und 3 Steuersätzen vor. Also wir schlagen vor, alle Ausnahmen weg. Freibetrag von 10.000 Euro für jedermann, für Kinder 8.000. Hat eine Familie mit 2 Kindern 36.000 im Jahr steuerfrei, so sozial war es noch nie. Und dann ein Steuersatz, 15%, 20%, Spitze 25%. Und dann fragen die Menschen, kann es nicht ein bisschen mehr sein? Dann sagen sie, es braucht nicht. Wir wollen Aufkommensneutralität, aus den Gründen, die Sie genannt haben. Ich kann bei 2 Billionen den Menschen nicht versprechen, der Staat müsse weniger einnehmen. Ich kann aber auch die Kasse in Berlin nicht füllen mit mehr Geld, solange wir nicht Herr unseres Haushalts sind. Das weckt doch nur Begehrlichkeiten in Europa. Das wäre die größte Torheit gegenwärtig, für mehr Steuererträge zu sorgen. Und deswegen aufkommensneutral. Das Steuermodell von Professor Kirchhoff sieht auch eine Vereinfachung der Umsatzsteuer vor. Am jetzigen System kritisiert der Jurist, dass die Steuer in jeder Produktionsstufe anfällt. Warum brauchen wir diesen Aufgalopp, wenn ein Unternehmer an den anderen Unternehmer leistet, liefert und leistet im Sinne des Umsatzsteuerrechts, sind wir uns alle einig, das sind keine Steuerträger. Die sollen keine Steuer tragen, also halten wir sie aus dem Umsatzsteuerrecht raus. Die Vorteile daran sind laut Kirchhoff, dass für die Unternehmer jede Menge Bürokratie wegfällt, aber der Staat nicht weniger Einnahmen hat und der Bürger, der am Ende die 19% Verbrauchssteuer zahlen muss, nicht mehr Ausgaben hat. Und dann haben wir fast 80% der Umsatzsteuerfälle erledigt. Die Zuliefererindustrie kann die Akte Umsatzsteuer schließen, es eignet sich nichts mehr. Nicht? Und der Staat bekommt das gleiche Geld und derjenige, der die Steuer trägt, der Bürger,
merkt es gar nicht. Denn der muss 19% auf seinen Kaufpreis wie bisher bezahlen. Die Steuererklärung ist ein Graus für viele Arbeitnehmer, die sie meistens monatelang vor sich herschieben. Damit soll es bald vorbei sein, zumindest wenn es nach Professor Kirchhoff ginge. In Zukunft dauert es für den Arbeitnehmer nur noch 10 Minuten. Für den Schnellleser 20 Minuten, für den Langsamleser. In vielen Punkten fand das Steuermodell Kirchhoffs großen Anklang im Publikum und viele wünschen sich, dass es bald umgesetzt wird. Politisch scheint darauf momentan zwar nicht viel hinzuweisen, aber es gibt Hoffnung. Wir beobachten, dass die große Steuerreform gegenwärtig keineswegs im Mittelpunkt der politischen Debatte steht. Wir haben das Euro-Problem oder ganz allgemein das Europa-Problem. Wir haben das Problem der Weltsicherheit, wir haben das Energieproblem. Die Politik widmet sich anderen Themenfeldern. Aber ich kann Ihnen sehr abstrakt von meinen persönlichen Erfahrungen berichten. Ich habe viele Gespräche mit den Spitzen der Parteien, mit Ministern, mit Ministerpräsidenten, die mich anrufen, ich rufe nicht an, die rufen mich an und sagen, können Sie nicht mal kommen, mir Ihr Konzept erklären. Und immer springt der Funke über. Wer sich gedanklich darauf einlässt, er mag hier und da was verbessern, hoffentlich, wir nehmen es sofort auf, wenn einer einen Verbesserungsvorschlag hat, werden wir die Letzten, die sich dagegen wehren, wir wollen es ja besser machen, nicht? Immer ist die Aussage, jawohl, das leuchtet ein, das sollten wir realisieren. Sehr gut. Der Vortrag von Herrn Dr. Kirchhoff war hervorragend. Seine Konzepte sind ganz toll. Die Frage ist nur, lässt sich das politisch durchsetzen? Und da habe ich so meine Bedenken, zumal ja gerade im Moment hier wieder eine Neiddebatte geschürt wird und in Sachen Richtung Vermögenssteuer. Und das ist die Frage, was ist politisch durchsetzbar? Das Einfachste ist das Beste, ja? Wenn man ein einfaches Verfahren hat, was transparent ist und nachvollziehbar ist und nicht diesen Dschungel, wo hinter jedem Baum ein anderer, eine andere Schlange oder ein anderes Krokodil oder was weiß ich, auf einen wartet, um sich da irgendwie gütlich zu tun. Ja? Sehr, sehr. Also ich fand es ideal, also ganz neue Gedankenansätze fände ich sehr toll. Auch die ganze Umsatzsteuer, wir haben sehr internationale Geschäfte, wir machen 50% unseres Umsatzes mit dem Ausland und das würde unser Leben sehr, sehr vereinfachen. Die Hoffnung ja, aber ob das realistisch ist unter den aktuellen politischen Gegebenheiten, muss man doch große Fragezeichen machen, weil eben keiner den Mut aufbringt, sich mit diesen eigentlichen Themen, insbesondere der Steuergerechtigkeit, auseinanderzusetzen.